Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Pionier Daniel. Heute zeige ich euch, wie man eine defekte Gardena Wasserleitung repariert. Zunächst muss die defekte Stelle freigelegt werden. Ich habe das jetzt hier bereits getan. Danach wird das defekte Stück Rohr mit einer Schere oder einem Messer gerade abgeschnitten. Und wichtig dabei ist, das so abzuschneiden, dass das Ersatzstück, das Kopplungsstück, genau dazwischen reinpasst. Das muss natürlich vorher genau abgemessen werden, aber es ist relativ einfach umzusetzen. Falls das Rohr bei euch übrigens noch sehr stark dreckig ist, müsstet ihr das bitte mit einem Lappen abwischen. Danach wird das Kopplungsstück gedreht, freigedreht, auf das saubere Stück Schlauch aufgesteckt, gedreht, befestigt und das andere Ende des Schlauchs ebenfalls auf die passende Länge abgeschnitten. Es darf nicht zu lang sein, es darf nicht zu kurz sein, es muss eben exakt passen. Ich verwende dazu jetzt eben dieses scharfe Tapetenmesser. Das ist natürlich etwas gefährlicher als eine Schere, aber der Vorteil ist, das Rohr wird dabei nicht geknickt. Deswegen verwende ich das. Ja, die Kopplung wird aufgemacht, das Rohr eingesteckt, klack, es rastet ein, ordentlich zusammendrücken, fixieren und fertig ist die Aktion. Vielen Dank fürs Zusehen.